Wir sind hier im Verkehrssicherheitszentrum Betzholz, wo wir mit der Verkehrspolizei von der Stadtpolizei Zürich die Einführungsausbildung mit unseren neuen Elektrofahrzeugen, unseren Audi e-Trons, durchführen. Das Ziel der heutigen Ausbildung ist, dass unsere Polizisten fit gemacht werden im Bedienen von diesem Fahrzeug, dass sie die Fahrdynamik erleben, damit sie lernen, wo ist welches Einsatzmaterial, wie sind die polizeilichen Applikationen zu bedienen, wie ist das Fahrzeug zu bedienen, auch in den Extremsituationen. Das Fahrzeug ist sehr leistungsstark, bietet eine elektrische Reichweite von etwa 430 km, ist ein Allradfahrzeug und mit allen aktuellen Fahrsicherheitsassistenten ausgerüstet, was natürlich sicherer macht für die Umgebung, aber auch für unsere Einsatzbeamten. Mit dieser Einführungsausbildung möchten wir sicherstellen, dass unsere Polizistinnen und Polizisten optimal für den Einsatz vorbereitet werden. Es handelt sich hier um neue, moderne, innovative Fahrzeuge. Und das muss man kennenlernen. Man muss mit denen trainieren, damit man auch im Stress die Fahrzeuge richtig bedienen kann. Nach dem Einsatz können wir unsere 7 Elektrofahrzeuge an unserem Stützpunkt optimal laden. Und das machen wir mit allen Elektrofahrzeugen der Stadt Zürich mit 100% Ökostrom.